Willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja, Leute. Beim letzten Mal hat Kay einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Er hat eine Tür geöffnet, von der Ray in ihrem letzten Kapitel einen Siegel entfernt hat. Und ja, hinter der Tür herrschte eine richtig dicke und unangenehme Luft. Ja, was nun zur Folge hat, dass diese dicke Luft wie eine böse Aura über der ganzen Villa liegt, über dem ganzen Haus des Schlafes. Und diese böse Aura, dieses böse Miasma, wie es im Spiel genannt wird, hat den Effekt, dass wir auf keine normalen Geister mehr treffen, sondern... Oh, Steinspiegel. Aber ich habe schon einen. Verdammt. Ja, dieses Miasma hat den eben diesen Effekt, dass wir keine normalen Geister mehr treffen, sondern nur noch von besonders starken und unverwundbaren Geistern attackiert werden. Ne? Das klingt nicht so super. Das heißt, die ganzen normalen Gegner, wie die Männer in Weiß, die Schreinmeiden, die Kämmende und alle, die kommen da nicht. Nur spezielle Geister, die eben durch dieses Miasma keinen Schaden nehmen können. Und nur das Licht der Reinheit, unsere kleine blaue Kerze, die ihr hin und wieder unten links seht, nur die schützt uns vor dieser Aura. Nur mit der sehen wir alles normal. Kay hat sich beim letzten Mal über das Dach in diesen kleinen Schrein hier eingeschlichen und kann ihn nun wohl von innen entriegeln. Aber viel wichtiger ist, was ist hier drin zu finden? Wir haben schon Stimmen gehört von wegen, es ist Zeit, die Priesterin aufzuspießen. Eine starke Kraft hält die Tür nach draußen zu. Super. Das heißt, wir müssen hier drin noch irgendetwas tun. Was ist das hier, bitteschön? Auf der Plattform ist ein nadeldurchbohrter Stoff. Ist das etwa ein Körper unter dem Stoff? Ich glaube, der hat die Akupunktur nicht genossen. Ein altes Buch liegt vor dem Verbrennungsaltar. Auf dem Buchrücken steht Aufspießen der Seele. Das muss wohl eine Zeremonie sein, die hier stattfand. Aufspießen der Seele. Fließt der Schmerz über den Verlust jener, die auf die andere Seite gewechselt haben, in die Träume, so ist die Welt in großen Schwierigkeiten. Der Verlustschmerz muss der Priesterin als Tattoos geätzt werden. Name? Die Tattoo-Priesterin, der die Schmerzen eingraviert werden, trägt den Schmerz in ihren Schlaf und lindert die Probleme dieser Welt. Okay. Am Altar sind Kohlebecken und andere Gegenstände esoterischer buddhistischer Rituale angeordnet. In der Mitte steht ein Sockel, der dazu dient, eine runde Platte zu tragen. Darauf befindet sich eine kleine Gravur. Bring den Spiegel mit der Stechpalmengravur der Priesterin dar. Vielleicht kannst du etwas in den Sockel einpassen. Ja, aber wohl nichts, was ich gerade dabei habe. Was wollten ihr jetzt hier? Gleich zwei, natürlich. Natürlich sind das gleich immer zwei. Warte mal, bevor aber hier wieder irgendwie
ja, so eine Notiz überschrieben wird. Wissen wir es am besten mal gleich, obwohl gerade die Action abgeht. Naja. Die tätowierte Priesterin. Die Frau, die mir im Traum erschien. Ihr ganzer Körper war mit blauen Tattoos bedeckt. Eine Zeremonie fand im Schrein statt, um ihren Körper mit dem Tattoo zu bedecken. Stimmt es, was die alten Bücher sagen, dass sie mit der Stechpalme Leid und Schmerz der Leute auf sich nimmt? Ist dieser Albtraum ihre Stechpalme? Interessante Theorie. Und ich hasse es, gegen zwei oder... gegen zwei oder mehrere Gegner zu kämpfen. Einfach weil die sich einfach gut decken. Und natürlich auch keine Combo zulässt. Ich rate, du bist gleich wieder weg. Ihr habt beide mir viel zu viel Energie, muss ich mal ehrlich sagen. Warte mal. Hallo, ich wollte gerade ins Menü. Danke. Kräutermedizin. Vielleicht noch einmal. Und wenn wir schon mal hier drin sind, dann können wir genauso gut mal die neue Linse aufspießen nutzen. Genau. So. Jetzt noch gleich mal ein bisschen leveln. Aufspießen. So. Level 1. Das gönne ich mir jetzt einfach mal für Kay. Mein Gott. Wenn ich mich jetzt nochmal loslassen würde, wäre das echt Knorke. Natürlich müsst ihr mir jetzt hier noch die Sicht erschweren. Wieso konnte ich die jetzt nicht anvisieren? Scheiß Weiber, ey. Was wird das denn? Wie ich den einfach mal keinen Schaden mache. Nein, 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 nein. Ich will nicht knutschen. Boah, wisst ihr was? Pfeif drauf. Ich sehe die nicht kommen. Ich sehe die einfach nicht kommen. Ach, jetzt hätte ich eine Kombi machen können, oder was? Kaum will ich mich natürlich wegdrehen, hat die nächste mich schon im Schlawittel. Im Moment wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn Katze niederbrennen würde, weil dann wären die nämlich weg. So. Verdammt, war zu spät umgeschaltet. Noch die mit der vollen Energie. Ich hätte gern die andere, die schon angeschlagen ist. Die eine geht in die Zahnbrech-Animation und ich krieg derweil Schaden. Stell dich vor, ich hätte jetzt keinen Steinspiegel gehabt. Ich wäre in der Sequenz gestorben. Ist das nicht super? So. Aber immerhin können wir jetzt in aller Ruhe spielen hier. Hinten. Super. Wollte die mir gerade das Genick brechen? Das Dumme ist, gleich ist
Kerze aus. Oh, okay, ich sehe gerade auch, das ist ein Storykampf, von daher verschwinden die wohl nicht. Die muss ich machen, so oder so. Okay, okay. Das Dumme ist halt nur, ich krieg keinen Fatal Frame. Moment. Zustande. Von daher kann ich mich an den dumm und dämlich knipsen. Hallo? Hallo? Hier, kuschel damit. Lass gut sein, Mädel. Verzieh dich. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So. Ja, jetzt müssen wir leider mit der Schwarz-Weiß-Sicht leben. Was ist das hier in der Mitte? Ich habe versucht, den Wandschirm zu öffnen, aber er ist befestigt und ich kann ihn nicht bewegen. Hinter dem Wandschirm befindet sich eine Art Steinbett. Am anderen Ende sehe ich eine Tür, die weiter in den Schrein hineinführt. Ja, und den Wandschirm durch die Kamera anzusehen bringt sehr, sehr viel, wie man hier gut sieht. Ja, das liegt jetzt an der Kamera, wegen der Kamera. Nicht die Kamera, die Lampe. Dadurch wird die ganze Wand so aufgehellt und wir erkennen halt nichts, ne? Hätten wir jetzt diese Schwarz-Weiß-Aura nicht, dann. Liegt da was? Toll, ein bisschen Film. Gut, aber. Hier kommen wir im Moment nicht weiter. Geht jetzt die Tür vielleicht auf? Die Kraft, die Tür geschlossen hielt, ist fort. Na dann, mach auf. Verborgener Schrein. Neue Notiz. Gleich mal lesen. Der verborgene Schrein. Um den versiegelten Schrein herum war überall böse Luft. Da die Türe jetzt offen ist, ist die Luft entwichen und ins Haus gelangt. Das Siegel wurde gebrochen und es gibt kein Zurück. In den Altar im Schrein sind die Worte gemeißelt. Bringe Spiegel mit Stechpalmengravur der Priesterin dar. Ja, die Worte hier sind leider wörtlich zu nehmen. Egal mit wem wir in Zukunft spielen werden, alle müssen sich mit diesem Licht der Reinheit gegen die böse Luft wappnen. Ja, wie finde ich das natürlich? Super, ne? Guten Morgen. Ich komme schon. Alles gut, Miku. Aber ich lasse dich nochmal kurz stehen. Okay. Dann drück mal halt gleich das Zeug in die Hand. Ray, diese Zeitung hier ist schon etwas älter. Ich dachte, die Frau auf dem Artikel ähnelt der Frau auf dem Bild, das im Schrank gefunden wurde. Gerettete Frau verschwunden. Oder verschwindet. Am 13. vor Tagesanbruch wurde eine Frau, die letzten Monat nach einem Raubüberfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde, vermisst. Sie wird gesucht. Ihr Name ist Kiriko Asanuma.
23 Jahre alt. Nach dem Überfall hatte Frau Asanuma ein psychisches Trauma, aber am Morgen des 13., als der Arzt zur Visite kam, war sie aus dem Krankenzimmer verschwunden. Frau Asanuma war im Haus ihrer Eltern, als zwei Einbrecher kamen und ihre Eltern und ihren Bruder umbrachten. Sie selbst versteckte sich in einem Schrank und entkam. Doch 4 Tage nach dem Vorfall musste sie gerettet werden, als der Nachbar berichtete, dass sie ihr Haus nicht verlassen könnte. Das Krankenhaus gab seitdem... Das Krankenhaus gab seinen Fehler zu und versucht alles, um sie zu finden und zu schützen. Danke, ich behalte das ein Weilchen. Klingt ein bisschen komisch. Warum konnte die... Wieso konnte sie das Haus nicht verlassen? Na gut, gehen wir erstmal noch die Fotos entwickeln. Na gut, schauen wir lieber gleich mal nach den Notizen. Kriechende Frau. Die kriechende Frau, die mich im Haus des Traums angriff. Miko fand mit Hilfe ihres Fotos einen Zeitungsbericht über sie. Es ging um eine Frau, die verschwand, nachdem sie in einen Mord verstrickt war und eingesperrt wurde. Kiriko Asanuma. War sie das? Wie die Notizen es einfach mal klarer ausdrücken als der Zeitungsbericht. Na gut. Gut, soweit scheinbar alles ruhig im Haus. Dann schauen wir doch mal. 2 Fotos zu entwickeln. Eine düstere Gestalt sieht aus wie das Mädchen hinter dem Raumteiler. Offenbar hält sie ein Buch oder etwas anderes in der Hand. Das muss das Foto des verborgenen Brunnens sein, tief im Haus. Ihn umgeben heilige Seile und Papier, eine Frau starrt traurig in den Brunnen. Ja, damit ist es auch wieder Nacht. Singt da wer? Miku? Miku, du... Ich bin mir sicher, dass er mich ruft. Miku. Rei, ich ließ Mafuyu zurück. Ich ließ Mafuyu ganz allein an diesem Ort. Ich kam alleine zurück. Ich war die Einzige, die gerettet wurde. Miku. Ich möchte einfach nur schlafen. Miku. Ach, sie macht sich Vorwürfe, dass sie überlebt hat. So wie Rei mit Yu. So wie Yoshino mit ihrer Familie. So wie wohl alle.
die ins Haus des Schlafs gezogen werden. Ach, sieht so niedlich aus, die Kleine, echt. Mafuyu. Und ich kann dir im Moment nichts geben. Schade eigentlich. Na gut, mal gucken, ob es in Yus Zimmer noch was Neues gibt. Da ist schon mal nix. Und da wohl auch nicht. Okay. Gut, dann können wir Miku im Moment nichts geben. Schade, weil ich dachte eigentlich, das Foto mit dem Brunnen können wir ihr noch auf alle Fälle geben. Na, mal sehen. Vielleicht hätte ich das auch im Traum machen müssen. Als wir noch mit Kay unterwegs waren. Mal sehen. Schlafen wir noch eine Runde. Stunde 11. Die letzte Überfahrt. Die Frau in der Zelle schläft noch. Ich sollte zu der Zelle gelangen können, wenn ich in den ersten Stock hinaufgehe. Ja, wir hören dort auf, wo Miku beim letzten Mal aufgehört hat. Ist schon eine Weile her, ne? Das Rätsel mit dem Schreien. Also mit dem Schlaflied, besser gesagt. Daraufhin ist der Käfig hier hochgefahren. Na, mal gucken. Ich habe schon eine leichte Vermutung, wo wir jetzt hin müssen. Oh, sieh an. Endlich ist das hier mal offen. Die ganze Zeit war das hier rundherum zu. Okay. Da liegt ein altes Buch auf dem alten Schreibtisch. Kaliko Notizbuch 1. Eine Maid führte einen Mann, der sein Leid abgeben wollte, in den Kuzeschrein. So gelangten Tattoos in die Augen der Priesterin und die Tür zur Kammer der Dornen ging auf. Wir hätten niemals einen Mann in den Schrein, wir hätten niemals einen Mann den Schrein betreten lassen sollen. Egal wer es war, wir hätten nie die leeren Augen der Priesterin eingravieren dürfen. Jetzt fühle ich den Schmerz der Stechpalme auch und darf nicht raus. Bevor der Spalt, der über den Kuzeschrein hinausgeht, noch weiter wächst, müssen wir es schaffen, den Schrein im Spalt zu schließen. Wir brauchen Schreinzimmerer, die den Kuzeschrein versiegeln. Wir brauchen viele Opfersäulen. Wir hätten den Mann in den Spalt werfen sollen. Wie den Gelehrten, der hier herumgeschnüffelt hat.
Da ist aber wieder ein Ritual schiefgegangen, weil ein Mann unbefugt ins Haus kam, ne? Hier liegt Bettzeug aus. Im Bettzeug ist eine Erhebung, die ungefähr so groß wie ein Mensch ist. Aber, auf was reagiert denn hier die Kamera? Hallo? Gerade ein bisschen blöd zu orten, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte eigentlich gedacht, das Ding, aber... Na gut. Oh. Da ist doch gerade jemand nach oben gegangen. Und ja. Sieh an, wir haben eine Katze der Reinheit. Den Raum hier hatten wir schon mal abgeklappert. Es gab hier keine interessanten Bücher für Mikus, haben wir alles schon mal gelesen. Ach ja, ich weiß wieder, was hier, auf was das reagiert. Nämlich hierauf. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Das ist ein anderer Ort. Aha. Auch da habe ich eine Vermutung, wo das ist. Wer will mich hier angreifen? Ne? Ach so, die wieder. Der Altar in der Bibliothek. Im ersten Stock des Schilfraums ist die Bibliothek voll alter Bücher. Auf einem Board stand ein Altar. Dort muss etwas gestanden haben. In das Board standen die Worte geritzt: Bringe da den Weisungsfolianten. Geschrieben in der Tinte des Tattoos. Echt? Dann muss ich mir das Ding noch mal kurz anschauen. So, und Leute. Ah, gleich zwei. Miku Hinasaki. Ich sah Amane, das Zopfmädchen hinter Miku, als sie das Schlaflied sang. Wird Miku mehr von ihren Träumen und Amane beeinflusst als ich? Habe den Bruder verloren. Waren das Amanes Worte oder ihre? Ah, das. Na, die Schreinmaid, die wir kurz bei Miku gesehen haben. Ihr Name ist also Amane. Schön, dass Rey das schon mal erkannt hat, aber das Spiel es uns nicht so wirklich vermittelt hat, wie man die Mädels jetzt alle auseinanderhält. Bitte um Hilfe. Schreinmaid mit geflochtenem Haar, die Miku um Hilfe bat. Sie versteckte sich im zweiten Stock der Bibliothek, tief im Haus. Drinnen, ja. Sie weinte und rief ihren Bruder. Dann ist das wohl auch Amane. So, tschüss. So, lass mich das Ding nochmal kurz angucken. Darf ich nicht? Okay, dann halt nicht. Lass mich nochmal kurz was gucken. Toll, dass die Leiter hier gerade nicht eingezeichnet ist. Dann komme ich da hoch und... Ah ja, wie an, wie an. Tschüss Mädels, ich gehe dann mal. Natürlich folgen die mir, ne? Ich glaube, das ist nochmal ein Licht der Reinheit, aber meine brennt gerade noch so schön, darum spare ich mir die. Das war der unheilvolle Raum. Liegt noch irgendwo was für mich? Sieht nicht so aus. Okay. Dann weiter. Ich wollte jetzt übrigens außenrum gehen und die Tür hier drüben nehmen.
Da, wo die Cam des uns rumhängt. Im Kimono-Raum. Fest verschlossen. Okay. Dann muss ich das wohl doch tun. Oh, kommt hier keiner mehr? Okay. Gut. Dann haben wir ein Ziel, wo wir das nächste Mal hin können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Na, wenn ich jetzt hier eh außen rumlatsch, dann nehmen wir es halt mal mit. Ich würde jetzt gerne noch einen Speicherpunkt erreichen. Und dann mache ich erstmal Schluss für heute. So. Die Kämmende. Jetzt bin ich allzu weit entfernt. Wir gehen mal kurz in den... Na gut, eigentlich sind wir ja schon so gut wie da, ne? Ah komm, ich mache gerade noch einen kleinen Cliffhanger. Ich gehe da noch schnell hin. Das nehme ich noch mit rein. Wie sieht's mit meinem Film aus? 30 blaue. Können wir hier kurz aufstocken. So. Ich will das jetzt doch noch schnell mit reinnehmen. Weil ich glaube, danach steht wieder ein größerer Rundgang durchs Haus an. Ja. Nee. Nach oben passt schon. Wobei wir uns links noch einen neuen Film anschauen könnten, aber... nee. Ich bin jetzt neugierig, was beim hängenden Gefängnis ist. Ihr doch auch, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Moment. Da hinten geht's lang. Und dann die Treppe hoch. Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Beide Türen fest zu? Okay. Ja, Stechballmuster. Den Schlüssel gibt es leider erst im New Game Plus. Habe ich euch im letzten Kapitel von Kay schon erzählt, wie man da rankommt. Aber wie man jetzt da wieder hinkommt, also an den... Na gut, da muss ich mir selber nochmal kurz nachdenken. Gut, aber na gut. Jetzt wird es dann echt zu lang. Ich mache dann hier mal Schluss. Und sag einfach mal hier. Tschüss und bis zum nächsten Mal.